Gabriel. Ja, das war's auch schon wieder fast. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen mit den Einblendungen der Komponenten und dem System etwas Licht ins Dunkel bringen. Ja, man kann die Anlagen automatisieren. Die Beregnungsanlagen mit Mikronebeldüsen sind für Wüstenterrarien auch geeignet, wenn man sie mit Bedacht einsetzt. Hier fliegen mal die Komponenten kurz vorbei. Es ist auch eine kostspielige Sache. Wohnzimmertauglich sind die Anlagen, weshalb ich auch das Video ohne Kommentar gelassen habe, dass man sich auch drauf mal sensibilisieren kann. Ja, baut's nach, setzt die Anlage mit Bedacht ein, regelt sie bitte mit dem Hygrostat, denn diese Anlagen müssen überwacht werden, dass die nicht das Terrarium zu feucht machen. Ja, und dann steht einer automatisierten Anlage nichts mehr im Wege. Bei Fragen einfach kontaktieren. Ich antworte euch da schon, sofern ich kann. Wir haben unzählige Videos in der Dropbox und ja, hier die Firma, das Logo, hier unseres und sage ich einfach mal gute Zeit und ciao.